Ja, moin, liebe Freunde der Kriegsführung, herzlich willkommen zurück zu einem neuen Part von Valkyria Chronicles 4 in der Complete Edition. Wir fahren fort, indem wir ein neues Szenario beginnen im Scharmützel, nämlich entgleist. Das wird übel. Finde alle vier feindliche Vorratsverstecke. Es ist ein komplett anderes Missionsziel. Aber die Niederlagenbedingungen sind die gleichen. Vier Vorratskisten wurden zum Logistikzentrum gebracht. Feindliche Pioniere kennen eventuell den genauen Standort. Sei wachsam, da die Sicht schlecht ist und ein Zug heran naht. Na toll. Züge, ja. Onward to victory. Das ist die Änderung, die ich vorgenommen habe. Ja. Schön im Schnee. Geil. Schön im Schnee. Lock and load. Stanley. That's my cue. Ja, dann kann ich nur noch Riley und Lina mitnehmen. I've got this. Komplett außer Mode? Beziehungsweise nein, die tragen ihre normalen Klamotten. Ist ja blöd, irgendwo auch blöd, Moment. Da muss ich mal was ändern, Freunde, ja? Da muss ich mal was ändern. Moment. Wir machen gleich weiter, keine Sorge. Da muss ich aber mal was ändern hier. Okay. Da müssen wir mal was ändern. Ist zwar total blödsinnig, weil die Landschaft sich eigentlich so gar nicht dafür anbietet. Ach, kann ich gar nicht, okay. Bei den allen anderen geht das gar nicht. Schade, warum nicht? Ob das dann für alle gilt schon, wenn ich das so mache? Ja, gilt für alle, alles klar. Ist ja mal gut zu wissen. Ja, also die normalen Standardsoldaten können leider keine solchen Outfits tragen, aber alle, die eben halt das tragen können, die tragen es dann auch. There. Es war total unlogisch, in Schneelandschaft mit Badeanzug rumzurennen. Aber warum nicht? Wenn man es machen kann, dann kann man es auch mal machen, ne? Bisschen Fanservice für die Damen und Herren hier. Muss ja auch mal sein, nicht wahr? So. Außerdem wollte ich euch ja noch die... Wollte ich euch ja noch Selvaria zeigen, wie sie aussieht, wenn sie ihr Strandoutfit hat. Onward to victory. Lock and load. So. Lina. Riley. Dann nehmen wir noch Stanley mit. Er ist nämlich noch kein Unteroffizier. Ich bin schon am Überlegen, ob ich jetzt, ob ich die beiden bald mal umstelle, Chiara und Nicola, dass ich mal Chiara zur Offizierin mache, obwohl ich die eigentlich nicht so gerne so oft einsetze, muss ich es zugeben. Gut, gucken wir mal. Das sieht so geil aus, einfach kein Funkgerät, aber er redet einfach. Oh, einfach nur geil. Du kennst keine Standorte der feindlichen Vorratsverstecke. Feindliche Pioniere könnten Infos haben. Den habe ich so überhaupt nicht vermisst. Den habe ich wirklich überhaupt nicht vermisst, muss ich ehrlich zugeben. Viel gelacht. So, erstmal alle Einheiten Verteidigung. Ganz klarer Fall. Alter, das killt mich noch. Oh. Meine Fresse. How should I kill you? Oh. Ja, leider hat der Befehl nicht mehr so ganz die gewünschte Wirkung. Und tschüss. Oh! War glatt von ihrem Charme umgefallen. Oh, der hat einen Panzer drauf. Alter! Ui. Casanova Wagner, ernsthaft?
Ich tue es einfach mal. Ich kann es ja. Das ist ihre Badekleidung. Muss ich dazu noch irgendwas sagen? Nein, ich glaube nicht. Auf jeden Fall hat Selvari eine sehr interessante Interpretation von Badekleidung. So, nachdem ich jetzt alle Männer hier in meiner Zuschauerschaft horny gemacht habe, höchstwahrscheinlich. Wie gesagt, das Strand-DLC ist wirklich sehr, sehr Fanservice-lastig. Ich wirke sie einfach nochmal, weil wir den Casanova da haben wollen. Den hier. War klar. Ah, leider frisst sie so viele Punkte, das ist das Blöde. Die frisst mir zu viele Punkte. Weil sie braucht pro Zug 2 Punkte, also das ist ziemlich viel. Deswegen setzen wir lieber die Glory ein. Neuer Stolz! Geil! Den alten Stolz hat er einfach weggeworfen. Kiss my MG. Nix, stop. Weiter, immer weiter. Ja, ratatatatatat. Na, ich glaube, so viel Schuss wird der Panzer nicht abgeben. Durchschlagsmunition. Und Feuer! Finde ich auch wundervoll. Ja, ratatatatatat. Ah, da haben wir ja einen. Rita und Norrit. Das ist scheiße. Das ist jetzt wirklich scheiße. Dass er genau da sitzt, wo er nicht hin sollte. Okay, moving out. Mal sehen, was unser Sherman ausrichten kann. Habe ich das gerade laut gesagt? Nein. Advancing. Nochmal. So. Ja. Schon recht. Okay. I'll show you. Nicht getroffen, Schnaps gesoffen. Oh, ich habe sie gar nicht ausgestattet. Wir geben nicht auf. Hallo, Arschloch. Du hast mit der Karte des feindlichen Pioniers die Standorte kritischer Vorratsverstecke entdeckt. Ja, das war wirklich wonderful. So wonderful, dass er gleich umgefallen ist. Bisschen spät, ich weiß, aber besser spät als nie. This is an order. All soldiers on the defensive. Keep yourselves protected.
should I kill you? Mich doch nicht. Du sollst den Feind ausschalten. Ja, natürlich. Der Casanova guckt gerne unter Röcke, deswegen geht er gerne runter. Ja, ist klar. Habe ich verstanden, den Wink. Ja, sehr schön. This is an order. All soldiers on the defensive. Keep yourselves protected. Alter, ohne Funkgerät. Also wenigstens das Funkgerät hätten sie lassen sollen. Sonst sieht das wirklich unfreiwillig lustig aus. Ja. Also es gibt die nächsten Parts ein bisschen mehr Fanservice für euch, Freunde. Ich weiß, typisch Mann. Lustmolch. Mich stört's nicht. Oh! Not even worth my time. Das Ding ist, das ist ja einfach nur Deko. Die machen ja trotzdem weiterhin ganz normal ihren Job. So ist es ja nicht. Ja. Haben wir jetzt alle mehrfach gesehen? Mhm. So. Weiter, Kiara. Hervorragend. Oh, oh. You're weak. Well done. Incoming. Also in den Rücken schießen ist aber nicht gerade sehr fair gegenüber einer Dame. Alter, was ist denn hier los? Eieieiei. Du hast ein wertvolles feindliches Vorratsversteck entdeckt. Es gibt noch drei weitere Verstecke. Feitere vor allen Dingen. Nö, nee, wir nutzen mal den Schiffsbefehl, komm. Hatten wir ja lange nicht mehr. Lohnt sich eigentlich nicht, aber egal. Alter, so kann ich ihn nicht ernst nehmen. Oh Mann, ey. Ich kann Claude so nicht ernst nehmen. Gut, gucken wir mal, was der Gegner macht. Der Zug fährt ab von Gleis 1 in Richtung Hölle. Ah ja, jetzt ist er auf der anderen Seite. Das heißt also, wir haben es mit mindestens 4 Pionieren zu tun. Versucht er da. Und das Imperium hat vergleichsweise wenig Punkte. Fällt mir mal auf. Schöner Treffer. Er geht ja gleich in Deckung. Och nö. Ja, war klar. Wo steht der? Da hinten. Okay. Sehr gut, Nikola. Das war nicht so gut. Oh, Schweinehorn. Selber schuld. Oh, das war meine Magenkugel. Oh. Ah, Nikola reagiert und schießt daneben. Das war gut. Ja. Entweder ist er größtenwahnsinnig oder... Ich habe keine Ahnung. So, erstmal Befehle aller Einheiten Verteidigung. Mann!
Ich kann Claude nicht ernst nehmen. Sorry, es tut mir leid, aber ich kann den Mann so nicht ernst nehmen. Es geht nicht. I'll make sure you die slowly. Töten. Oh! Oh! Lord Belgar. Lord Belgar. Mhm. I still need more. You're not getting away with this. All allies have been taken out. Commencing counterattack. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, 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 ja. Alter. Jetzt kriegt sie das. Inmitten im Speerfeuer, jetzt kriegt sie es. Ich wollte gerade sagen, ich habe gestoppt. Sturmpanzer mit wie viel Punkten? 2800. Da ist ein Pio. Das war so klar. Natürlich ist genau da, wo sonst keiner hinkommt, ist natürlich ein Pionier. Ist doch klar, Freunde. Hey, Stanley. Ja. Och, nö. Ah, herzlich willkommen zum Zug-Memory hier. Alter Junge. Ja, ich kann gleich laden. Immer diese Züge, die gleich aus mehreren Richtungen kommen müssen. Schrecklich. Schlimm. Einfach nur schlimm. Get this party started. Mhm. Ja, schön, dass du gleich so eine negative Eigenschaft kriegst. Ja, toll. Wand hindurch funktioniert? Hm. Ihr wisst ja, Freunde. Probieren geht über Studieren. Wow. Wow. Ich lade gleich mal. Wow. Also den Pionier hat er erwischt, den Sturmtruppler aber nicht. Weil da ein Pfosten zwischen war. Ich muss das jetzt nicht verstehen, oder? Er behält trotzdem 12 Punkte. Hat er gerade gesagt, zack? Ja, ich habe ja schon. Ja, 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 ja. Bleib mal hier, Kuppel, ne? Oh Mann, ey. Vermächtnis eines Freundes. Nein, da kommt unser Panzer nicht hin. Wahrscheinlich nicht. Oh, ich schieß daneben. Ich fass es nicht. So ein dickes Ding. Er schießt daneben. Es ist nicht zu fassen. Ah, es ist zum Heulen. Nochmal. Das war ja... Jetzt kriege ich natürlich nicht Vermächtnis eines Freundes. Dankeschön. Danke, Spiel. Ich hab dich auch lieb. Echt.
Frechheit. Hallo, Freundchen. Braucht natürlich auch wieder drei Schuss. Advancing. Okay, moving out. Fire. So. Done and done. Damit ist die Gefahr des MG schon mal gemindert. Zumindestens. Komm mal da raus, Kiara. Ich hol dich mal da raus. Ja, das würde ich auch sagen. Fisherman's Friends. Sind sie zu stark, bist du zu schwach. In dem Fall müsste es heißen Kiara Friends. Ist sie zu stark, bist du zu schwach. Should I kill you? Mm-hmm. Don't stop! It's going to break through! Not even like. Ja, das wäre jetzt echt noch der Hit. Ich schaffe es, meinen eigenen Mann abzuschießen. Hold still. Ernsthaft. Bleibt man da stehen. Und wenn ich sie da jetzt noch hinlaufen lasse, dann ist sie voll in Reichweite des Zuges und der knallt sie weg. Also. Ach, ihr seid doch Ferkel. Apropos Ferkel. Fanservice des Hauses? Ein Gentleman schweigt und genießt, meine Damen und Herren. Oh. Ja, das ist ja nun mal wichtig, dass wir den abknallen. Also laden wir, meine Damen und Herren, liebe Freunde der Sonne. Das wird ja wohl geladen, nicht wahr? Follow my lead. Fall in. I got you back. Sure, why not? Ihr wisst ja, ein echter Gentleman und so. Damn it. I can't let him see me fail. Mhm. Du hast dich ihm so gezeigt, also hallo. Ja, natürlich. Ihr wisst, was kommt, Freunde. Richtig, laden. Laden! Ihr glaubt doch nicht ernsthaft, dass ich das mitmache, oder? Und weil es so schön war, machen wir es gleich nochmal. Can't let him see me fail. Falling back. Ja, falling back. Knallst du den bitte mal ab? Here I come. Danke. How was that? Target eliminated. Keep up the good work. Stay here. Okay. Und das mit Raz. Die arme Minerva. Oh Mann. Die dürfte gestraft fürs Leben sein. Now
Aber unser Scharfschütze soll auch nochmal zum Zuge kommen. Wenn er jetzt nicht gleich direkt erschossen wird. Wieso hat der 20 Punkte weniger? Sorry. Jetzt hat er gar keine Punkte mehr. Oh, da war ein Pionier. Den habe ich gerade mal so nebenbei gesehen. Ja. Thank you for traveling with Imperial Bahn. Ja, wow. Was hat das jetzt verändert? Der fährt jetzt auch nochmal los. Der Empire Express nach Danzig fährt ab. Thank you for traveling with Imperial Bahn. Und frag mich nicht, warum ich gerade auf Danzig gekommen bin. Ich habe keine Ahnung. Ui. Das ist aber böse. Das ist noch böser. Also das kann ich nicht gutheißen. Nein, nein. Was war das denn jetzt für ein Schwachsinnzug? Hä? Wow. Wow. Das hat an unserem Panzerkampfwagen 2 nicht mal einen Kratzer verursacht. Smoke. Ja. Die beiden sitzen sich da gegenseitig auf dem Schoß halbwegs. Wie gut, dass da noch eine Wand war. Und die ist auch tatsächlich unzerstörbar. Puh. Erstmal speichern, Leute. Erstmal speichern. So, dann Befehle alle Einheiten Verteidigung. This is in order. All soldiers on the defensive. Keep yourselves protected. Oh Mann, ich kann den Mann so nicht ernst nehmen. Ah. Warum haben sie denen kein Funkgerät in die Hand gedrückt? Should I kill you? Ooh, found my prey. Yeah. Runter! Follow my lead. Dead range. Die Wettervorhersage für heute? Voraussichtlich Hagel. Ein sehr ballistischer Hagel, möchte man meinen. Alter! Sag mal! Aber den Panzer hau ich noch weg. Sehr interessante Handbewegung übrigens. Lauf, kleine Chiara. Du hast ein wertvolles feindliches Vorratsversteck entdeckt. Es gibt noch 2 weitere Verstecke. Ja, und ich weiß auch, wo es einen weiteren Pionier gibt. Das wissen wir ja nun, liebe Freunde der Sonne, nicht wahr? Ja, das war echt der Hit. Echt. Der bleibt einfach hier sitzen. Ganz stumpf. So, jetzt nicht mehr. Er hat das Licht gesehen, Freunde. Er hat das Licht gesehen. Ui, da sitzt er genau in der Reichweite des, nicht so gut. Norrit, du alter Scharfschütze. The enemy has begun their counterattack. Kommst du da nicht ran an den
Spionier? You're being targeted. Nee, den hat er so gut positioniert, dass er da nicht rankommt. Wer schießt denn hier? Ach, der ist das. Gib ihm mal eine Antwort. Oh! I see. They're good. Und runter. Here's our plan. Ach so. So machen wir das also. Naturally. Ich verstehe. Freedom is the right of all living creatures. Nett. Du hast mit der Karte des feindlichen Pioniers die Standorte kritischer Vorratsverstecke entdeckt. Circle of Life. Ja, Circle of Life, würde ich auch sagen. Und das Versteck befindet sich wo? Da oben, ja, da wollen wir ja sowieso hin. Das passt ja dann ganz gut. Rita kann noch mal ein bisschen Munition verabreichen. Auch an unseren Sherman. Ein bisschen Muni. Dann kannst du ihn auch gleich noch mal eine Heilung verpassen, wenn du schon dabei bist. So. Thank you. Bitte. So, Raz, die Zeit des Starrens ist vorbei, jetzt wird hier gearbeitet. Sie hat nichts an und hat... Oh, Mann. Okay. Beton-Minerva lässt ihn nicht vorbei. Aber gut, Freunde, ich würde sagen, wir machen im nächsten Part weiter mit diesem Gefecht. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag, einen schönen Abend, was auch immer, wann ihr mir das gucken werdet. Und ich sage nun einfach, euer Lars sagt ciao. Auf bald, bis bald und tschüss und vor allen Dingen bleibt mir gewogen und natürlich ganz wichtig auch weiterhin, bleibt oder werdet gesund. Bis dahin, ciao, ciao.